Hallo, ich bin meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder hier zurück zum LS17 Burschersee zusammen mit dem Werner. Guten Tag und dem Sachsen-Let's Player. Hallo. So, wie sammeln wir die jetzt auf? Mit unserem wunderbaren Wagen von Fortuna. Dann gebe ich den Spaß ja schon mal zurück. Ja, du kannst am Hof stellen, oder? Willst du zurückgeben gleich? Ist gemietet. Ja, die Ballenpresse auch. Ach so. Ich stell's mir beim Händler, was ich jetzt habe. Ah, mach ich das auch. Da muss ich mal was nachgucken, ganz fix. Moment. Darf ich wahrscheinlich 3000 Euro aus dem Fenster rauswerfen? Pff, nur, ja, nur um zu testen? Naja, von mir aus. Da steht etwas zum Händler. Versuch mal das, ob das funktioniert. Also mit deinem LKW natürlich. Das ist ein Anhänger. Ja. Achso, zum Aufladen meinst du? Nur mal testen, ob der auch dieses URL hat. Achso. Weil da steht nichts dabei. Da kommt es aus der gleichen Serie wie den wir schon haben. Aber testen können wir trotzdem. Wenn da nichts ist, dann gehen wir zurück, er ist nur gemietet. Gucken wir mal, Geräteausweisspur, Arbeitsmodus anschalten. Ja, das ist der gleiche, wunderbar. Dann fahr ich mal wieder zurück aufs Feld, sagst du? Ja, mal ein bisschen testen, den neuen. Hat dann einfach ein bisschen mehr Platz, weißt du, weil bei den Pellets waren wir jetzt auch schon am Limit, wo wir die geholt haben. Ja, das stimmt und das ist Gott sei Dank kein Drehschimmel. Ja, machst du keine Drehschimmel? Gar nicht. Verstehe ich gar nicht. So, zur Feier des Tages, tatsächlich habe ich jetzt Bock, ein bisschen Holz zu machen. Das ist ja schön. Wenn du mir jetzt so sagst, was das sind, was wir da aufladen, sind das Rundballen 1,3 Meter, 1,4 Meter, 1,5 Meter oder HD-Ballen? 1,3 Meter. Also 1,3 Meter sind die Standard, ist die Standardgröße von Giants. Dip. Also wer jetzt wieder in meinen Kommentare reinschreibt, ne? Nicht schon wieder Holz! Der kann gerne in die Videobeschreibung gucken, da ist ein Link vom Kollegen Sachsen-Netzverlehrer, der macht kein Holz. Das ist richtig. Ich mache jetzt Balle. Arbeitsmodus anschalten, X. Hopp, funktioniert. Gucken, ob der zweite. Sieht gut aus, sieht gut aus. Voilà. Blub. War das Holz zu viel? Ich hatte eigentlich immer gedacht, die Leute erfreut. Das Holz war tatsächlich zu viel. Okay. Doch, das erfreut die Leute immer wieder. Ja, schon, wenn du es ab und zu machst und nicht, wenn du es 30 Folgen am Stück machst. Ja, die Forstprojekte liefen auch immer ein, so. Ja, das schon. Der Wurmsholz. Haben wir echt zu viele Folgen? Lange? Naja, gut, doch, es könnte jetzt. Wir haben schon sehr viel Holz gemacht, ja. Ich meine, mir ist es wirklich egal. Ich bin niemand, der jetzt. Holz nicht mag, klingt jetzt falsch, aber also ich habe wirklich Bock auf diese Waldgeschichten. Das ist richtig, das ist richtig. Vor allem jetzt mit dem Ponzer, wir ne? Ja, auch gebraucht. Ja, klar. Bisschen. Kommt ja nicht von ungefähr. Ja, das ist richtig. Aber was ich tatsächlich gerne mache, ist ein bisschen Radio an, wenn ich im Wald bin. Nein. War gut, dass nicht laut ist, der Radio. Alter Falter. 50% seid ihr wahnsinnig. Und das Feld ist lecker rund. Ja, alles Platz gehabt am Anhänger? Oh ja, zweimal hoch und vierer hätten wir sogar noch Platz gehabt. Naja, mit dem anderen Anhänger hättest du ein Problem gehabt, glaube ich. Na, ist richtig. Da so, kann, ja, sehr gut. Auf zur BGA. Wenn du da bist, sag mir Bescheid, ich möchte mir das gerne angucken. Wir brauchen eh den Radlader dort. Ja?
Ja, wir müssen das doch irgendwie in die in den Fermentiererei kriegen. Na gut. Das sollte ja klar sein, oder? Ich hab gedacht, du fährst einfach ran und schubst sie rein. Der Fermentierer ist doch weit oben. Ach so, ja. Das, ja. Ich dachte, das hattest du mit eingekalkuliert. Natürlich, das habe ich, das ja, weiß ich. Ja. Das, ja. Dann war's das wohl mit der Forstfolge. Da muss ich jetzt Radar fahren gehen. Das ist richtig. Ich dachte, du hättest die extra dafür gekauft. Ja, natürlich. Habe ich gemacht. Nee. Aber da ist eine Schaufel dran, ne? Das weißt du. Wow. Ja, ich habe Bioabfälle geladen oder gefahren. Ja, dann hol dir noch fix einen Spicker. Alles klar, ich bin dann in 3 Folgen wieder bei dir. Wow. Dann setzt du zurück zum Händler und kauf dir dann einen Beinspicker und dann fährst du. Ey, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, ne? Das ist richtig. Können wir das nicht? Alter, jetzt bin ich schon hier, ne? Schaffen wir das mit der Schaufel nicht, glaubst du? Nee, mit der Schaufel nicht. Oh. So. Dann gehen wir dahin. Hier liegt noch irgendwas rum. Hast du irgendwas zurückgesetzt vom Teleskoplader? Ach ja, ich liebe noch so eine... Ja, oder? Keine Ahnung. Tatsächlich, oh nee, nein. Es ist folgendermaßen, Randy, ne? Mhm. Für den Radlader ist es schwierig, etwas für den Ballen zu bekommen. Eigentlich, hä? Nee, eigentlich nicht. Oh, eigentlich doch. Oh. Seit wann das denn? Nee, warte mal kurz, aber das ist doch irgendwie... Ich glaube, das war für ein Teleskoplader, was ich im Kopf habe. Also für ein Teleskoplader gibt es eine Ballenzange. Ich glaube, das ist das bessere Utensil für unsere Arbeiten. Das ist jetzt komisch. Also eine Palettengabel, die geht da durch nicht. Das ist eine Poltergabel, das ist eine Silagegabel, aber das bringt uns genauso wenig. Wir machen das kurz und schmerzlos, Randy. Mhm. Ich komme gleich vorbei. Wahnsinn. Der, wann gibt's da nichts für ein Radl, hey? Nur modmäßig. Ach so. Alles klar. Ja. So. Boah, wir haben schon 7 Minuten verplempert hier. Ich muss jetzt Gas geben. Was? Hoppa. Hoppa, what? Was guckst du für, was guckst du für Filme abends? Sehr komische. Ja. Hey, ich habe eine andere Idee. Moment. Bin jetzt gleich an der Waage in der BGR. Ja. Hab die Waage über vorne und bin dran. Also. So wie immer. Läuft. Ja gut, theoretisch können sie es einfach hinstellen, ne? Ich kann ja die hier hinstellen, die Ballen, ja. Gut, der Teleskoplader fährt 44, also das wird noch 3 Stunden dauern ungefähr. Aber ich bin stets bemüht. Die müssen hier oben rein. Das wird ja nicht schnell. Weil der hat ja schon damals, wo du ein bisschen daneben gekleckert hast, hat er das ja auch nicht akzeptiert. Das ist richtig. Also wird er die Ballen definitiv so oben. Das, wie ich gekleckert hätte, also bitte. Ja. Das weiß ich noch ganz genau. Ja? Ja. Ich glaube, ich habe sogar die Folge gelöscht davon. Genau. Nö, du warst bis, du hältst bis jetzt eigentlich mit. Ja? Ja gut, im Zweierprojekt wäre das schon gut, ne? Nee, Quatsch, du hast in der Woche mit Klick gemacht. Ja, gut, da warst du, aber... Warum hab ich da eigentlich mit Klick gemacht? Und was? Nee, da war die Eröffnung des Armor-Servers. Das habe ich Pat versprochen, dass ich da bin. Ach, ja, stimmt.
Alter, Handy gucken und fahren gleichzeitig geht halt gar nicht, ne? Nee, nee, nee. Ich muss mich ja noch bei Pet beschweren, was das damals sollte. Was denn? Ja, meine komplette Terminplanung kaputt gemacht. Das ist richtig. Ja. Schadensersatz. Richtig, Minimum. Wie heißt das? Moment, da gibt es ein spezielles Wort für. Gewinn? Nee. Gewinnentgang? Weiß Gewinnverlust. Ich. Gewinnverlust, ja. Da bist du gerade geflogen? Du hämmerst hier über die Map drüber? Bist du in der Nähe? Nee, aber ich sehe es gerade auf der Map, wenn ich die offen habe. Dein Punkt, du läufst rum, als wenn du was genommen hättest. Ja, ne, ich bin ein bisschen schneller unterwegs. Oh. Wenn ich durchchecken will, was hier gerade Phase ist. So, was haben wir denn an Wasser? 37.500, angenehm. 1.200 Gas. 2.300 Gülle, hä? Die Gülle wird weniger. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir das jetzt machen. Habe ich vor langer Hand geplant. Ah, da bist du. Irgendwas Wahnsinniges läuft mir hinterher. Ja, ja, mit der 2 bin ich zu schnell, mit der 1 zu langsam. Boah, leck. Ich sehe nur so ein. Ich sehe dich nur im Rückspiegel, wie du hinterherläufst. Jetzt warst du aber ganz schön langsam. Ja, geht auch berghoch. Oh. Hast du mich ohne zu blinken überholt? Nee, ja, nee, ja. Nee. Ich kann dich ja ganz gut überholen. Pass auf. Ja, passt. Nee, gut. Bin zu fett. Zack, unter die Reifen. Mach Strick 18. Nee. Auf den Gleisen. Du bist ja ein Wilder. Alright. Fährst du. Achso. Oh. Ach, hier geht's nicht weiter. Mist. Moment. Warte, du kurz durch die. Wow, hier ist ein Haus. Das ist ein Haus. Geht's, Sachse? Ja, wo bin ich denn jetzt? Halt, hier bist du. Ah, ach, nee, hier. du hast zugeparkt. Ah, ja, ne, weil das ist eigentlich der Ausgang. Ach, Quatsch. Ah, warte. Entschuldigung. Hallo, an. Ja, wunderbar ist das doch hier. Oh, Doppelreik, alter Schwede. Ja, die gingen übereinander, ja. Sind aber gegönnt. Bin ich gespannt, du hast da ein ruhigeres Ärmchen und ein Lenkrad. Und ein Joystick vor allem. Und ein Joystick? Oh. Dann nimm doch gleich Bier, oder? Ich hab gut gefrühstückt heute. Ja. Spannung vor. Was wird passieren, wenn er es anhebt? Wow. Alles klar. Wollte gerade sagen, das war jetzt ja. Ich glaube, das geht. Aber anders geht's ja nicht. Oh ja, es geht. Ja. Party, Party! Und da haben wir 8000 Liter, ne? Ich glaube 4000 Liter pro Ballen, ne? Das passt, ne? Das passt. So noch effektiver als wir, wenn wir jetzt nicht den Radlader hätten mit so einer kleinen Schaufel. Ja, das macht er noch gut. Das hat er schon mal gemacht, du. Eine schlechte Idee gewesen. Damit produzieren wir wieder Gülle. Genau. Und wieder Kohlen vor allen Dingen. Weil die Geräte zum Mähen haben wir ja. Die Ballenpresse haben wir nicht gehabt, aber gut. Hm. Das wird sich schon refinanzieren irgendwie. Ja, das sowieso. Wir sind ja jetzt hier momentan. Hm. Was hat denn Silage? Das ist Silage 799. Pro Tonne, das ist Normalpreis. Nummer 7 nochmal 8, 8 mal 4 sind 32. Danke, also 3200 pro Ballen.
Das sind 6400 für 2. Und dann machst du jetzt 6400 mal 1. Also mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal 6, mal 7, mal 8. Das ist 6400 mal 8. 50. Was? 50. 50? Ja, 1000? Überschlagsmäßig, ja. Achso, überschlagsmäßig. Also machen wir roundabout 50.000 oder so. Ja. Kann man machen, würde ich sagen. Geht, ne? Wunderbar. Das läuft, wenn er das läuft. Aber wir sind auch fertig. Hast du angefangen? Ich habe angefangen, ja. Okay, ich lasse es sein. Ich wollte, ich weiß ja nicht, aber machen wir jetzt halt morgen, oder? Ja, doch morgen. Ja, ja. In alter Frische weiter. Gut, dann würde ich sagen, höchst erfolgreiche, produktive Woche. Wieder viele Steine gelegt. Viele Steine in den Weg gelegt? Also, ja, ja. Ja, es wird schon passen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Werner vorbeischauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.